Hi Leute und herzlich willkommen bei meiner heutigen Kritik. Heute geht es um den Film Maze Runner. Ja, ich muss sagen, ich war nicht wirklich angetan von diesen neuen Jugendbuchverfilmungen, so wie Divergent, auch wenn ich mir den Film definitiv noch anschauen werde. Oder zum Beispiel The Giver, das hat mich nicht wirklich interessiert. Und auch Tribute von Panem reizt mich jetzt nicht wirklich. Allerdings, als ich den Trailer zu Maze Runner gesehen habe, da dachte ich mir, holy shit, den musst du sehen, der sieht wirklich interessant aus. Und worum geht es in Maze Runner? Erstmal, es geht um einen Jungen, der auf einmal in einem Fahrstuhl aufwacht, dann mit dem Fahrstuhl nach oben fährt und dann auf einer Lichtung aufwacht, bei der mehrere Jugendliche wohnen. Ja, und dort sind sie total abgeschnitten von der Außenwelt. Man weiß nicht mal, in welchem Jahr man sich befindet. Man weiß nicht, was mit dem Rest der Erde passiert ist. Aber diese Jugendliche auf der Lichtung sind umgeben von einem riesigen Labyrinth. Und dort werden die Jugendlichen halt unterteilt, sie haben sich eine eigene Gesellschaft aufgebaut, sie werden unterteilt einmal in die Arbeiter und einmal in die Läufer oder Runner, die dann halt immer wieder das Labyrinth erkunden und durch das Labyrinth laufen, um einen Ausweg zu finden. Und zu diesen Läufern stößt dann halt auch unser Protagonist sehr, sehr schnell dazu. Das ist die grobe Handlung von Maze Runner. Mehr möchte ich über den Film noch gar nicht verraten. Außer vielleicht, dass das Labyrinth sich natürlich verändert und voller Fallen ist. Und mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Ich muss sagen, mir hat Maze Runner wirklich gut gefallen. Maze Runner war kein großartiger Film, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Aber es war auf jeden Fall ein guter Film. Ein Film, den ich gerne geguckt habe. Woran liegt das? Erst einmal fand ich an Maze Runner richtig, richtig toll, dass sich der Film wirklich ernst nimmt. Mein großes Problem war zum Beispiel bei solchen Filmen wie Percy Jackson. Das war mir zu viel Kinderkacke-Humor dazwischen drin. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Filme sich einfach nicht ernst nehmen. Ich nie das Gefühl habe in diesen Filmen, dass es eine Bedrohung gibt, von der man ausgehen muss, dass ich um die Protagonisten in diesem Film wirklich fürchten muss. Das, finde ich, hat man in Maze Runner. Der Film wirkt bedrohlich an einigen Stellen, aber ist trotzdem halbwegs kindergerecht. Auch wenn es einige Szenen gibt, bei denen ich dachte, shit! Das ist hart für einen Kinderfilm. Also einiges an Gewalt wird durchaus gezeigt in diesem Film und einiges könnte den einen oder anderen jungen Zuschauer wahrscheinlich auch noch gruseln. Aber das fand ich sehr, sehr cool an Maze Runner, weil ich finde, viel zu wenig von diesen Jugendbuch-Adaptionen haben die Eier, einen Film auch grafisch, optisch so durchzuziehen wie Maze Runner. Und das fand ich sehr, sehr toll. Maze Runner hat es außerdem wirklich drauf, eine Atmosphäre aufzubauen, intensiv zu sein in vielen Szenen. Und gerade bei diesen Szenen, die im Labyrinth spielen, ergibt sich eine richtig krasse Dynamik und richtig viele Szenen, in denen ich wirklich mitfieber mit den Figuren und bei denen ich denke, hoffentlich schaffen sie es jetzt und schaffen sie es. Oh mein Gott! Solche Szenen halt. Sowas habe ich vermisst zum Beispiel bei Percy Jackson. Schade und toll, dass Maze Runner das geschafft hat. Wie ich schon gesagt habe, die Figuren sind, finde ich, ausreichend gezeichnet. Es sind interessante Figuren. Es sind natürlich irgendwo Archetypen, aber nicht so krass Archetypen, dass ich sagen muss, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der. Ihr wisst, was ich meine. Nein, ich fand wirklich, da hatte Maze Runner ein ziemlich gutes Händchen für und deswegen hat mir der Film auch ziemlich gut gefallen. Maze Runner ist trotzdem kein perfekter Film. Auch wenn es, finde ich, viele spannende Szenen in diesem Film gibt, gab es trotzdem so Momente, bei denen ich dachte, okay, das hätte man jetzt wirklich noch besser machen können, das hätte man noch spannender machen können, das hätte man jetzt noch intensiver machen können. Und insgesamt hätte ich ganz gerne mehr von dem Labyrinth gesehen, auch wenn das Labyrinth an sich schon ziemlich cool und kreativ umgesetzt war und außerdem hat der Film wirklich ziemlich, ziemlich gute Effekte. Müsste ich Maze Runner in wenigen Sätzen für eine außenstehende Person beschreiben, würde ich sagen, der Film ist eine Mischung aus Herr der Fliegen meets Predator. Predator ist wahrscheinlich klar wegen dem Labyrinth und den Fallen und da leben dann auch merkwürdige Tiere drin, die unsere Protagonisten töten wollen und so weiter. Aber vor allem auch Herr der Fliegen, weil es unter dem Lager zu einer krassen Gruppendynamik irgendwann kommt. Und das finde ich sehr, sehr schön bei solchen Filmen. Sowas sehe ich immer richtig, richtig gern und das hat mir auch bei Maze Runner wieder ziemlich gut gefallen. Wäre natürlich ausbaufähig gewesen, aber wie gesagt, es ist trotzdem immer noch ein Kinderfilm und dafür war es auf jeden Fall ziemlich gut. Richtig cool fand ich auch bei Maze Runner, dass man nicht gleich weiß als Zuschauer, was einen da erwartet. Man ist wissenslos, so wie die Protagonisten in dem Film halt auch. Und so schließt es sich erst einem nach und nach, womit man es jetzt zu tun hat. Kommt es dann allerdings zur Auflösung am Ende des Films? Das macht keinen Sinn. Das war Blödsinn, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber, ach gut, da kommt dann dieser, was weiß ich, 2-Minuten-Monolog, in dem unserem Protagonisten erklärt wird, warum das jetzt alles ist und Hirn aus, durch und wieder vergessen. Ganz einfach. War totaler Blödsinn. Aber dieses Problem hatte Maze Runner, fand ich öfters, dass er recht plumpe Exposition liefert an vielen Stellen, vor allem Exposition zu Sachen, die wir gerade bildlich gesehen haben, die wir also nicht wirklich brauchen. Aber gut, das macht den Film jetzt auch nicht kaputt für mich, zieht ihn aber trotzdem ein bisschen runter. Ich muss allerdings sagen, Maze Runner fand ich trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Der Film geht knappe 2 Stunden, 114 Minuten ungefähr. Also war sehr, sehr unterhaltsam. Gute Figuren, spannend in vielen Szenen. Und war vor allem wirklich so unterhaltsam und so interessant, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und Fortsetzung wurde ja angekündigt. Ist, glaube ich, eine Trilogie geplant. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, mehr zu sehen von Maze Runner. Das war meine Kritik zu dem Film. Ich gebe The Maze Runner 7 von 10 Punkte. Die hat der Film auf jeden Fall verdient. Und schaut auch auf meine Facebook-Seite für mehr Zeug bei www.facebook.com/mutantix8. Wenn ihr mehr über mich und Filme wissen wollt, dann geht bitte darauf. So, denn das war meine Kritik zu Maze Runner. Macht's gut, bis dann. Ciao. Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Aber wenn du hier bleiben willst, muss ich wissen, ob du die Regeln einhältst.